jetzt erwarten wir wieder unser Traumpaar vor 3 Jahren. War sie da, hat Zacher Leander Melodien gesungen. Dann kam sie als Märchenfee. Im letzten Jahr war sie da als Montserrat Caballé. Und in diesem Jahr bin ich jetzt nicht sicher, was sie macht und als was sie in diesem Jahr kommen wird. Ich bin selbst wie Sie überrascht. Was ist denn los? Ich weiß es ja auch nicht. Wie, du weißt es nicht? Ich weiß es nicht. Wie weißt du es nicht? Entschuldigung, aber gestern wollte sie noch eine Doppelnummer machen, nämlich Margot und Maria Hellwig gleichzeitig. Ich meine, es würde ihr ja stehen. Ja, sie hat mir den Text hier, die Note in die Hand gedrückt. Ich weiß nicht, was sie macht. Vielleicht kommt sie als Biene Maja oder als... Als... Es bleibt einem auch nichts erspart. Sag mal, nur weil wir in der Turnhalle, in der Turnerstraße spielen, musst du als Tina Turner kommen, oder was? Warum denn? Wegen der frappierenden Ähnlichkeit. Ja. Aber du kannst doch noch nicht mal Englisch. Die kann ja auch nur Deutsch. Ich kann nur sagen MSF. Mir schwant fürchterliches. Was heißt mir schwant fürchterliches? Wie siehst du überhaupt aus? Wie? Hab ich dir nicht gesagt, sieh dich so aus, dass mir zwar halt oben eine heiße Nummer machen könne. Hilde, du weißt seit Jahren, ich hab nur meinen Schwalbenschwanz. Es tut mir aber leid. Ja, dass du keinen Pferdeschwanz hast, das weiß ich selbst, ja. Ach Gott, nee, also jetzt, aber jetzt spielen wir mal einen rockischen Sound. Dein Englisch klingt wie bockische Sound. Sag mal, wo hast du das Wort denn schon wieder her? Ein Inder im Netz hat mir es übersetzt. Ah, ja. Übersetzen. Du kannst vielleicht mit dem schiffischen Bootchen nach Castell übersetzen. Das ist das Einzige, was du kannst. Ja, shut up on your mouth, play my song und werf's Riemen aufs Arschel. Also... Die einzige Hilfe, die ich mir noch vorstellen ist, kann, wenn uns die Band unterstützt, ja? Also bitte, hab's also auch Probleme. Eins, zwei, drei, vier. Vorne beide fassen nach zu. Schieß Melod mir nie genug. Schieß doch klein neben drauf. Metzger war so gut, was du. Jetzt mit Blutwasch. Hey, Blutwasch! Blutwasch, Tickeringel. Blutwasch, Tickeringel. Überall Parkverbot. Sitzungen, Parkplatznot. Bonnare Knöllchenbrot. In Mombach gibt's Blutwaschbrot. Jetzt mit Blutwasch. Das war dann nicht schlecht, es war dann ausgefeilter Text. Der kommt damals Blut in Wallung. Ja, das ist besser wie Nussstrauch, Städtchen oder wie das heißt. Hilde, weißt du, wie du aussiehst? Was? Du siehst aus wie Kurt Beck. Ja, aber auf jeden Fall hat der mehr Haaren wie du und der Rainer Berg. Das ist wirklich allerhand. Eigentlich wollte ich ja auch gar nicht die Tina machen. Ich wollte ja eigentlich lieber die Schere machen. Die Schere? Ich sage dir, das ist ein scharfes Weib, du. Die scharfe Schere. Das klingt wie eine Yoga-Übung. Das ist keine Yoga-Übung. Das ist diese Sängerin aus Amerika, die Schere. Ich habe die einmal gedoubelt. Okay. Ja, doppelseitige Lungenentzündung. Warum? Naja, ich hatte so wenig.
Also da bin ich aber froh, dass du jetzt nicht mit dem Staubtuch an der Hüfte hier rumtingelst auf der Bühne, sondern die Tina macht. Die ist mir natürlich sehr viel lieber. Also die Tina mag ich auch, weil das ist ja eine geborene Bulldog. Ballack heißt die. Ballack. Sag mal, kennst Ballack. Du dich überhaupt aus mit Rock? Mit Rock kenne ich mich nicht aus, fahre ihr Motorrad. Ja und? Ja, hast du schon mal ein Motorrad und Rock gesehen? Ja und Blues? Ja, Blues habe ich viel haben. Hast du diese Sache schon mal irgendwo ausprobiert? Ja, natürlich. Wo denn? Beim bunten Abend von der Landfrau. Ja, was war das Ergebnis? Das Ergebnis waren also drei Zusammenbrüche. Und den Verein gibt's nicht mehr. Oh Gott, diese Vorstellung. Ja, die Vorstellung war ausverkauft, seh noch das Plakat. Tina turnt für Landfrau. Ja. Wenn du so viel turnen würdest, dann müsstest du ja eigentlich schon mal abgenommen haben in der Zwischenzeit. Ach, als wieder. Ich hab halt das Gehen da in mir. Was für ein Gehen? Ah, das zum Kühlschrank gehen. Ja. Und außerdem, das geht ich gar nichts an. Ja, ich kann essen, was ich will, mein Schuber so immer. Ja. Ja. Also, dass du nichts von Hautcousine hältst, das sieht man dir ja an. Warum soll ich jetzt meine Cousine hauen? Sag mal, wann hast du das letzte Mal gekocht? Gestern. Ehrlich? Ja. Was? Also ziemlich dunkle Eier mit Brikettskartoffeln. Selber gekocht? Na, bei eBay bestellt. Ach, das isst mein Mann jeden Tag. Aha. Ja, jeden Tag. Aber jetzt die letzten Tage muss ich ihn zwingen. Und da bin ich jetzt auf den Text gekommen, da, auf den. Ich steh in der Küche und ich back dir zwei Eier. Ein rumstiegen Schnitzel, das ist viel zu teuer. Ich mach Kartoffelsalat, der brennt wenigstens nicht an. Ich brei schon seit Jahren mal in Neupon. In der Alte, da brennt mir das Wasser noch an. Jetzt sind die Eier verbrennt und du guckst dumm rum. So simpel mach es, bevor ich mich ganz vergesse. Nach Molle gibt's nur Simmel macht es. Das ist der größte Stress. Und wenn ich mich dann vergesse, dann gibt's ein paar in die Batterie. Das Simmel macht es. Tina Turner! Ja, das war ein schöner Text, gell? Auch ausgefeilt. Fass es nicht. Was du da treibst und dann diese Kluft, ja? Was heißt diese Kluft? Das Original Tina Turner. Die wollte mir ja eigentlich ihr Spaghetti-Drehchen-Gleitchen geben. Es war zu groß. Die hat Größe 36 und ich 34. Auf welcher Seite? Da kann ich überhaupt nicht drüber lachen. Also pass mal auf, ich muss dir jetzt mal was sagen. Die Tina Turner, die tanzt auf der Bühne herum wie ein Derwisch. Die tanzt sogar an der Stange. Ja und? Ich tanze an der Litfaßsäule. Ach, die kann jetzt sowieso nicht mehr so. Die ist schon viel zu alt. Die packt es auch nicht mehr. Die ist schon 79. Ja, aber ihr Freund ist 62. Na ja, gut. Und die Madonna, die ist 61 und ihr Freund ist 33 oder so. Wie alt bist du eigentlich?
seit 10 Jahren Ende 50. Da hast du Glück, dein Freund wird noch geboren. Sag mal, da musst du aber sehr beweglich bleiben, ja? Ja, das ist doch kein Problem. Tagtäglich ein Gläschen Franzbranntwein, Stützstrümpfe Einlage, Voltaren zum Einführen. Voltaren-Zäpfchen? Na, Tube! Ich will ja gelenkig bleiben, ich muss ja samstags in die Stadt. Aha. Ja. Hämmer, und jetzt, meinst, ich wollte das auch gerne mal machen. Wie geht es dann, wie machen die das, wenn diese Stoff von oben runter stürzen, so in die Halle und es... Stage-Diving! Und das Publikum trägt mich dahin in die Wirtschaft. Das machst du hier an diesem Tisch. Da sitzt die Leitung vom SWR. Die sind nachher platt, du. Die sind platt. Machen wir es später. Ja, also gut. Wir sind die Mainz in die CD. Die Mario und ich mit dem Mainzelband. Nie haben wir verschlafen, immer waren wir pünktlich. Zu Max verschickt tun wir so gern hinfahren. Halber bring ich mal einen Schoppe. Und dann braucht die Marie ab. Räum mich in die City. Räum mich in die City. Geht's nach Mainz in die City? Marktplatz, der leider Pech gehabt. Fleischverstand von halbe, Kohldamm ausgehalten. Der Fischjakob hat nur noch Rollmops gehabt. Kaltes Rauschmord, zwei Schoppe. Und ich mach die Maria. Rollmops in der City. Lesen, erlesen, das erste Mal vorstelle, obwohl sie alle erkannt haben, Hildegard Bachmann! Und Frank Olischewski! Liebe Hilde, ich muss dir ein Kompliment machen, du siehst traumhaft aus. Ja. Obwohl sie zu mir gesagt hat, jeden Morgen, wenn es auf die Waage geht, kriegt sie einen Pfundstarkrampf, aber ich kenne die Hilde jetzt schon so lang. Die war mal so schmal, die konnte mit beiden Augen durch das Schlüsselloch gucken. Man hat gemeint, das wäre die Maskottchi von der Welthungerhilfe. Jetzt hat sie sich steilen lassen, extra für Sie, ja. Liebe Herren, erlesen. Sie war bei dem Liftboy, bei dem Professor Mang, ja. Und hat sich da Botox spritzen lassen. Vor einem Jahr schon, jetzt war sie alt, bis die Schwellung zurückgeht. Aber kein Problem, Hilde, du siehst immer gut aus, du kannst machen, was du willst. Danke. Vor allen Dingen, euer Auftritt auch. Frank, dir, es war einfach traumhaft, was ihr uns heute geboten habt. Tina Turner und ihren Pianeur Frank Olischewski. Hello! So, liebe Leiner lesen, die Zugabe kommt jetzt, aber vorher bedanken wir sie noch mit einem dreifach kräftig donnernden. Hello! Frank, bitte ans Clary Zimbel und Tina auf Hildegard. Los geht's. Samstag
das geht's noch Mails in die City. Die Mario und ich mit dem Mainzelbahn. Doch was ist geschehen? Corona kannst du stehen. Die Mainzelbahn hat sich in Trast verfahren. Kann jetzt brauch ich mal drei Shoppen.